So, liebe Freunde, es geht weiter bei Let's Play Chrono Trigger mit dem letzten optionalen Dungeon, dem Dimensionsvortex, den ich noch zeigen wollte in den nächsten paar Parts. Auch hier gibt es wieder verschiedene Eintrittsmöglichkeiten in diesen Dungeon. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir im Jahr 12.000 BC darin anfangen. Und dann schauen wir mal, wo wir seien, Tiefe hier nicht mögen. Ist der Raum hier gekrümmt? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich auch nicht. Weitergehen! Ja klar. Ein optionaler Dungeon. Ich habe keine Ahnung, was mich hier drin erwartet. Ich weiß nur, dass er ziemlich lästig wird. Tatsächlich. Wir gucken mal. Ja. Der Dungeon ist eigentlich nur eine... Wie soll ich sagen? Eine, Mixtur aus alten, bekannten Dungeons, tatsächlich. Was vielleicht nicht ganz so interessant ist, wie es sich anhört. wir gucken mal. Ja, okay. Die Gegner sind allerdings alles dieselben, wie es aussieht. Zumindest im Moment. Very nice. Wir gucken mal, was uns in Margus seinem Fake-Schloss hier erwartet. Okay, du explodierst sowieso, glaube ich. Nein, du kommst nicht mehr zum Explodieren. Holy shit, Alter. Ich mach Schaden en masse hier. En masse. Nein, auf dich habe ich keinen Bock, Digga. Ja. Anscheinend dürfen wir uns hier... durch einige nervige Abschnitte dieses Spieles kämpfen, wie es aussieht. Ich würde gerne... Eisgar casten. Ich weiß nur, dass es hier ein paar spezielle Bosse gibt. Und vor allem auch einen optionalen, ja, ich nenne es mal Superboss, den ich unbedingt klatschen wollen würde. Jawohl, Alter. Jawohl, Alter. Großartig kämpfen, / leveln, wollte ich eigentlich nicht mehr wirklich in dem Spiel. Ist ja nicht mehr notwendig, ne? Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Seid ihr tot? Yeah! Nice! So, und weiter geht's. Ich glaube nicht, dass es sonderbar viele Schätze gibt hier, die man überhaupt... Ich glaube, es gibt überhaupt keine Schätze in diesen einzelnen Kartenabschnitten. Deswegen... schauen wir mal. Was ist das für ein Gebiet? Kenn ich nicht. Ich weiß nur, dass ihr diese hässlichen Imps aus dem optionalen Dungeon seid. Aber ihr könnt nix. Ihr könnt gar nix. Ja, dich lassen wir mal... Okay, dich können wir nicht umgehen, wie es aussieht. Hey, er hat sich... verdreifachelt. Hier. Das war eine Lumineszenz ins Gesicht, Alter. Auch wenn das wahrscheinlich gar nicht notwendig war, aber... You know. Who cares? Okay, ihr Viecher seid ganz schön lästig, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr seid wirklich lästig. Ciao, Kakao. Mal gucken, ein bisschen Superäther habe ich ja mehr als genug. Stimmt, ich war einkaufen. Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt Phase ist im Moment. Okay, Margus sein Castle, wie es aussieht. Nicht Margus sein Castle. Das war doch diese komische Kathedrale. Ja, ganz vom Anfang. Das kommen tatsächlich die einfachsten Gegner der Gegner. Nein, es gibt keine Schätze hier. Schade. Zack. So, dann gehen wir mal hier vorbei. Der Typ hat immer noch, wie es aussieht. Okay. Das heißt, wir können uns hier in Ruhe durch das Gebiet klatschen. Ich weiß nicht, warum die optionalen Dungeons in diesem Spiel so, wie soll ich sagen, eintönig sind. Ich weiß es nicht. Sie sind völlig unkreativ, völlig
belanglos, möchte ich tatsächlich sogar schon sagen. Aber das sind ja die meisten optionalen Dungeons von Square Enix. Weg mit euch, ihr Hässlern, Alter. So, danke. Und ich glaube tatsächlich auch wieder, dass man diesen Dungeon mehrmals durchspielen muss, damit man am Ende quasi den optionalen Boss klatschen kann. Bin ich der Meinung. Ich habe mich jetzt allerdings noch nicht wirklich reingelesen in die ganze Geschichte. Dammit! Warum versperrst du mir den Weg, du? Spast, Alter! Yeah! Weg mit euch! Ach warte, wir kriegen Fangzähne und Blüten. Das ist super. Die braucht kein Arsch mehr, Alter. Ohne Witz, die braucht kein Hintern mehr. So, euch lassen wir jetzt einfach mal linkes liegen. Natürlich kommt ihr aus dem Gebüsch rausgefickt. Ihr hässlichen Chiropraktiker. Nein. Chiporala, whatever their name is. Okay. Oh, das sieht neu aus. Ein Save Point, nice. Ah. Speichern wir das Ganze mal hier. Sehr schön. So, und jetzt möchte ich mal gucken. Hier müsste es, glaube ich, wieder rausgehen. Glaube ich zumindest. Muss ich hier weiter oder ich weiß es gerade gar nicht. Aha! Oh ja, das sieht gut aus. Wir sind auf einem neuen Gebiet angekommen, wie es aussieht. Das heißt, wir können auch demnächst einen optionalen Boss klatschen, liebe Freunde. Oh ja, und es gibt einen Grund, warum ich die gute Rosie mit in der Party habe. Bäm, bäm, bäm. Bam! Sehr schön. Wow! Ach so, da geht's hoch, okay. Es war gerade ein bisschen schwer zu erkennen, wenn ich ehrlich bin. Dann... keine Ahnung, gehen wir mal rechts hoch. Ja, es ist egal, wo wir hochgehen, okay. Was haben wir hier? Oh, eine Kiste tatsächlich. Mit einem Lapis erhalten. Naja. What should I say? Better than nothing, I would say. Anscheinend gibt es hier echt nicht viel, außer irgendwelche komischen Impe, Alter. Okay, da geht es nicht weiter hoch. Das heißt, ich muss da lang. Jawohl. Who's there? Seid ihr neu? Seid ihr alt? Warum seid ihr so langsam? Ich habe keine Ahnung, ob ihr neu seid. Knochenritter. Ah. Okay. Ja. Luminär macht alles am Arsch, Alter. Hier gibt es nichts. Nobody will survive. This shit. Thank you. TV Level Up, sehr schön. I will take that. No. What? Was zum... Ach so, das... Das soll so eine Art Klippe darstellen, wie es aussieht. Naja, da war eine Kiste, aber... Ha! Okay, ich verstehe. Ich verstehe, was ihr hier von mir wollt. Muss ich euch nochmal... Okay, wir gucken mal, wie ich denn zu dieser Kiste rankomme da unten. Hier kann ich zwar runter, aber...
Ah, da komme ich zur Kiste runter. Ich verstehe. Was haben wir? Starktrank? Okay. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich die richtige Position erwischen, um runterzurutschen, nehme ich an. Obwohl das eigentlich völlig irrelevant ist, wo ich hier runterrutsche. Ach du Scheiße. What? Okay. Ich komme ja nirgends ran hier. Oh mein Gott, wie viele Höhleneingänge gibt es? Ah, ja. Wo zur Hölle bin ich hier? Was ist das hier? Das sieht alles ziemlich merkwürdig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Hier bin ich doch vorhin hochgelaufen, oder? Okay, dieser Dungeon geht mir jetzt schon ziemlich auf den Keks, wenn ich ehrlich bin. Das ist einfach nur ein sinnloses Hoch- und Runtergelatsche, wie es aussieht. Ohne viel Sinn und Verstand. Und jetzt darf ich schon ein drittes Mal wieder gegen diese Viecher kämpfen. Nyeh. Okay, ich habe einen neuen Gegner getroffen hier. Jetzt gucken wir mal, was der Typ kann. Der scheint nämlich eine Art Special Boss zu sein hier. Special Gegner meine ich, nicht Special Boss. Ziemlich unspektakulärer Dungeon, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist ein ziemliches Labyrinth an sich. Nervig. Jawohl. Bremsen. Okay, der Typ kann nichts. Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst gehabt vor dem. Weil ich nicht wusste. Tempokapsel, yay. Da unten lag auch noch was Glitzerndes, aber... Das juckt mich gerade nicht, im geringsten. Die Viecher sind auch ziemlich lästig. Was zum Teufel? Vor allem, da sie unempfindlich sind. Ich nenne es unempfänglich gegenüber magischem Schaden. Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Okay. Ich werde nochmal diesen Weg gehen, weil hier habe ich eine Kiste mit Athenes Träne entdeckt. Sehr schön. Natürlich kommen jetzt wieder Gegner. Okay. Ich habe den verschneiten Berg hinter mich gelassen. Und es könnte durchaus sein, dass wir... vielleicht kurz davor sind, irgendwas zu entdecken hier drin. Okay, hier ist nochmal so ein komischer Teleporter. Muss ich diesen nehmen oder... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es könnte aber auch sein, dass mich der einfach nur wieder rausführt. Ah. Ich! Jemand ruft mich! Ich muss mich auf den Weg machen. Where the fuck are you going, Mädel? Rosie? Rosie, no! Don't do it! Ja, passt schon, ne? Huh. We are back home, wie es aussieht. Ja. Tiffy nicht verstehen. Zweimal Rosie? Oh ja, zweimal Sexiness. Wer bist du? Bist du ich? No, it is boss time. Gegen weißer Schatten. Okay, wir werden sie betören, definitiv. What? What? Denn sie hat einen Hasthelm, den ich gerne haben wollen würde. Oder einen Hastschaller, whatever. Sehr schön. Natürlich werde ich auch gleich mal auf den guten Tricks Hast machen. Und wir greifen mal mit Lumineszenz an. 16.000 Lebenspunkte stellen sich uns hier in den Weg mit Fake Rosie. Hat sie Fake Möpse? Sieht ganz so aus, ne? Ja, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Wir machen mal Trippeltritt. Das dürfte nicht so viel Schaden machen. Aber ist ja gar nichts hier. Okay, ist die Bitch eventuell völlig unempfänglich gegenüber physischen Angriffen? Nein, ist die nicht. Raserei nochmal. Ah, es geht, es geht, es geht.
So, dann machen wir mal Hast auf die gute Tiffy, denn sie ist meine Main-Damage-Dealerin in diesem Kampf. Und ich glaube, allzu viel gibt es über diesen Kampf nicht wirklich zum Sagen. Ja, sie scheint wohl sehr schnell zu sein. Sehr agil. Bäm. Hier, da mal kurz 1500 Schaden rausgebolzt. Wir gucken mal, ob wir vielleicht den Eisgar-Heat machen können. Und du machst nochmal einen Trippeltritt. Mal sehen, was der ausrichtet. Boomsen. Wuscha. Gar nichts. Okay. Naja, macht Sinn, wenn sie Eiselementar ist, ne? Wow. Das ist wirklich, das ist Schaden, Alter. Gnadentritt. Ja, wir tun mal Triple Tag einsetzen hier. Holy shit, Alter. 4200. Wisst ihr was? Okay. Bin gerade ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Ja, sie hat keine HP mehr. Okay, wir machen nochmal Raserei. Unbedingt Tiffy wieder ins Leben holen. Yes, Baby. Jetzt verfehlt er wieder. What's wrong with you, man? Eisiger Fluch. Oh, oh. Ach so, das ist ja nur der Angriff. Okay. Ich glaube, ich schmeiß mir jetzt mal ein Final Elixir hier raus. Scheiße, Alter, die Alte ist schnell. Damn it. Wow. So, wir warten kurz. Yes, Baby. Gnadentritt ins Gesicht. Und das war's. Yeah, 5000 EP. Rosie, level up. Sehr schön. Wir haben Rosie geklatscht. Und nun? Bekommt Rosie einen permanenten Stat-Boost. Tempo, Präzision und Konstitution verbessert. Forever. Damit hätten wir diesen Dungeon hinter uns gebracht, beziehungsweise den ersten Teil dieses Dungeons. Ja, das war, wie gesagt, nicht sonderlich spektakulär. Aber wir haben es nun mal getan. Wir gucken mal auf ihre hohe Statusausrüstung. Naja, sieht jetzt nicht unbedingt anders aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ich werde diesen ganzen Dungeon jetzt nochmal machen. Und werde ihn betreten von einem anderen Zeitportal aus, nämlich aus dem Jahr 1000 AD in die Gegenwart. Und wir sehen uns dann bei dem wichtigen Boss wieder. Oh, ich bin in irgendeinem komischen Gebiet eingetroffen. Ich weiß nicht, wo ich hier bin, aber das sieht mir ein bisschen optional aus. Hey! Hi! Ihr Dinger, kenne ich euch schon? Ich klatsche einfach mal drauf hier. Ja, mit deinem scheiß Hammer, Alter. Ja, anscheinend kannte ich die Viecher schon. Die sind jetzt nicht wirklich eine Bedrohung. So, hier mal ein bisschen vorbei. Cheaten hier. An euch zwei kann ich mich anscheinend nicht vorbeicheaten, wie es aussieht. Yeah, die Gebrüder dumm und behindert. Ach ja, das war der Typ aus dem anderen Dungeon. Ja, okay. Ich glaube, der sollte jetzt auch hinüber sein. Ja. Very nice. Nö, anscheinend war das auch nur ein ganz normales Gebiet, wie die anderen auch. Ja. Relativ belanglos, das Ganze hier. Okay, jetzt sind wir aber in einem neuen Gebiet, wie es aussieht. Ein Vulkan mit Feuerbällen, die wir bekämpfen dürfen. Oder so. Was kann dieses Viech? Selbstzerstörung. Ja, super. Ist das alles, was du kannst, oder? Okay. Ich habe die Information, wenn wir dieses Gebiet durchquert haben, werden wir auf den Boss dieses Dungeons stoßen. Athenes Träne und Meisterkrone. Aha. Was kann die Meisterkrone denn?
Ach hier, Meisterkrone. Erhöht erteilten Schaden bewahrt vor allen Zustandsveränderungen. Holy shit, Alter. Aber sie macht uns ein bisschen schlechter tatsächlich. Ja, sie macht uns ein bisschen schlechter. Das ist nicht ganz das, was ich mir eigentlich vorstelle. Deswegen lassen wir sie einfach mal. Ich bin ja quasi schon geschützt vor Zustandsveränderungen, also von dem her. Wow! Explosaurus! What the fuck, Alter? Ja, den hau ich jetzt erstmal aus dem Leben, Alter. Denn Explosaurus hört sich explodierend an, möchte ich meinen. Und? Counter Flare. Ach, was schön. Ach, was schön. Ja, jetzt erst ins Gesicht, Alter. Na, er lebt noch. Ah, Raserei. Und nochmal Tritt und vielleicht ein bisschen Sprunghieben. Wir werden ausschließlich auf physische Angriffe zurückgreifen bei diesem Gegner. Bam. Und das war's für ihn. Ja, nicht wirklich berauschend stark, möchte ich meinen. So, eine geschlagene halbe Stunde später und Kämpfe und whatever. Bin ich wieder in der Zwielichtgrotte angelangt. Wie nett von euch, dass ihr mich besuchen kommt. Who is talking? Du bist... Dalton, warum nicht tot? Lange nicht gesehen, Freunde. Mein überraschendes Comeback wird euch doch hoffentlich nicht erschreckt haben. Nein. Was? Nicht mal ein bisschen? Na egal, eure Meinung interessiert sowieso niemanden. Ohne euch und eure elenden Störereien würde ich jetzt mein eigenes daltonisches Zeitalter regieren. Meine Heimat, meine Reichtümer, meine Dienerschaft. Ihr habt mir alles genommen. Eine unerhörte Dreistigkeit ist das. Die Leiden, die ihr mir zugefügt habt, werde ich euch tausendfach zurückzahlen. Vor Boss-Time gegen... Ex-König Dalton. Chilliger Typ, Alter. Ich meine, wer hätte es nicht gedacht? Der Typ hat 26.000 Lebenspunkte. Ich denke, wir werden sie ihm relativ schnell aus dem Leben boxen. Ich meine, knapp 9 hat er ja schon weg. Ja, Dalton ist kein schwerer Gegner. Er ist die Witzfigur wie eh und je. Man kann auch nichts Besonderes von ihm klauen tatsächlich. Deswegen gibt es eigentlich nur eine Taktik gegen ihn. Bam! Nicht schon wieder! Ja klar, Alter. Erweckung? What the fuck are you doing, man? Oh, er hat seine Verteidigung aufgestockt, wie es aussieht. Wahrscheinlich alle Statuswerte, aber pah. Ich bin noch lange nicht am Ende! Schade, ich kann keine 3D-Attacke mehr. Das heißt, wir werden ein bisschen... Schlabber knutschen? Oh ja, wir werden Schlabber knutschen. Nice, Alter. Gib ihm richtig, Alter. Ha! Ha, was? Er zockt MP, du Hundesohn, Alter. So, erstmal alle richtig geleckt, Alter. Jetzt machen wir... Achso, ich habe keine... Wirbelschweif vielleicht ein bisschen... Why the fuck kannst du zur Hölle leuchten, Alter? Ich kann kein Wirbel schon. Okay, dann machen wir Kratzkatz-Attack. Bäm, Alter. Erstmal gibt's richtig aufs Maul, Junge. Ultimative Blähungen, Alter. Der Typ ist nicht mehr normal, hey. Und das war's mit Dalton. Yeah, Level Up für Tiffy. Sehr schön. Das sollte für heute reichen. Doch glaub ja nicht, damit wäre es schon vorbei, Trix. Ich werde den... Palpori, die größte Armee aufstellen, die die Welt je gesehen hat, und dein mickriges Königreich damit von der Landkarte wischen. Tiffy, nicht verlieren! Und tschüss! Okay, nette Anspielung auf Chrono Cross. Auch wenn die Namen ein bisschen abgeändert worden sind im Vergleich zur originalen US-Fassung.
Was heißt original zur US-Fassung halt. Aber wir wissen ja, dass die US-Fassungen manchmal deutlich näher an dem Original sind, anstatt die deutschen zur japanischen. So, wir gucken mal, nachdem wir Dalton aus dem Leben gefitzt haben, Alter, gibt es aber noch etwas. Was sein, Tricks? Es gibt noch etwas für uns zu tun. Ruft etwas nach dir, Rabbit. Anscheinend kommt jetzt der ultimative zweite Endboss. Oh, hey, hi. Du nicht, Trix. Trix sowas nicht machen. Niemals. Selbst wenn du der echte Trix sein solltest, wir werden nicht zulassen, dass du unserem Trick Schaden zufügst, Rabbit. Was soll das denn heißen, Alter? Der echte steht doch neben dir, Junge. Und wir kämpfen gegen Schwarzer Schatten. Was soll ich sagen? 20.000 Lebenspunkte? Sollte aber kein allzu schwieriger Kampf werden, hoffe ich. What the fuck? Null? Okay, der Typ kontert jeden Scheißtrick, aber er ist rel... What? Okay, wir werden erstmal ein bisschen betören hier. Wir werden erstmal ein bisschen was zocken, würde ich sagen. Und dann machen wir mal Raserei hier. Denn wir können von ihm die Regenbogenbrille erhalten, klauen. Genau. Beziehungsweise die Prismabrille. Aber die brauche ich eigentlich nicht. Scheiße, der Typ hat eine extrem hohe Ausdauerkraft. Schwertkatarakt eventuell, ich weiß es nicht. Das macht alles nicht wirklich Schaden bei dem Typen. Bremsen! Oh ja, 1-2, das ist gut. Blitzbeschwörung, yeah. Das heißt, ich kann doch wieder auf 3D-Schlag gehen. Oder 3D-Attacke, in dem Fall. Darf ich vielleicht nochmal... Der Typ ist schnell, Alter. Oh, 3D-Attacke ins Gesicht, Junge. Deine 20.000 Lappen, Alter. Bam! 2-9. Oh, er hat eine sehr hohe Verteidigungskraft. Das ist auch mal nice. So, wir machen dann eine... nochmal die 3D-Attacke. Ja, das ist gut. Bam! Nochmal 3 weg. Spalten. Hua! Naja. Also Schaden ist es ja nicht, was der Typ hier fabriziert. Wow! Holy shit, übrigens, kleiner Funfact, man muss Chrono, beziehungsweise Trix in dem Fall, gerettet haben, quasi wiederbelebt haben, um gegen diesen Typen hier zu kämpfen, sonst würde er nicht erscheinen. Deswegen ist er vielleicht auch ein bisschen, OP, Fragezeichen? Jetzt kommt der wieder mit seinem scheiß Lichtblitz, Alter. Was ist los mit dir? Das heißt, wir machen gleich mal Schlabberkuss, würde ich sagen. Schlabberkuss. The fuck, Alter. Okay, ich weiß nicht, warum Tiffy so extrem viel Schaden bekommt von dem Typen, Alter. Hier, ich kann das auch, Junge. Was geht? Schau dich weg! Ich hau dich kaputt, Junge! Und? Null. Ha! Buah! Naja. Yeah. Okay, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir machen nochmal 3D-Attack. Oder auch nicht. Tiffy ist weg von der Fläche. Scheiße, der Typ ist schnell. Hier ist schneller. Ja, Tiffy ist mal wieder. Okay, es kann sein, dass dieser Kampf vielleicht auch ein bisschen komplizierter wird, wie ich gedacht habe. Verpiss dich, Alter. Hör! So, und du machst mal ganz schnell ein Final Elixir hinterher. Sehr schön. Ich habe ja genug davon. Dürfte ich jetzt vielleicht kombinieren? Onanieren vielleicht? Ja, bam, nochmal 3000 weg. Nice. Ich meine, 20.000 ist es nicht viel, ne? Man stelle sich mal vor, dieser Typ hätte 200.000 Lebenspunkte, aber nein. Oh, nochmal 3D-Attacke. Weil wir es können, Alter. Weil wir es können. Boom, jawohl. Der Typ steht immer noch. Unfassbar, der Typ steht immer noch.
Ja, weil es so schön war. Hua! Und das war's für ihn. Nice! Und was kriegen wir? Natürlich, wir wissen, was wir kriegen. Einen permanenten Stat-Boost für den guten Trix. Danach gibt's erstmal einen Trix. Thank you. Und damit hätten wir auch diesen optionalen Dungeon geschafft. Zumindest in dieser Zeit. Das heißt, wir können uns jetzt ohne viele Worte in die Zukunft nach 2300 AD begeben. Und dort werde ich den Dungeon ein drittes Mal. Ja, es ist immer 3, liebe Freunde. Es ist immer die Nummer 3. Werden wir es ein drittes Mal versuchen. Wenn ich weiß, wo. Ich glaube nicht, dass das da unten war bei der alten Fabrik, oder? Doch, es war bei der alten Fabrik. Ja, verdammt, ich noch eins. So, und dann werde ich meine Gruppe ein bisschen umswitchen. Und zwar werden wir den guten Altar jetzt gegen den guten Tau eintauschen, liebe Freunde. Denn auch er möchte wieder ein bisschen Airtime bekommen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn irgendwas passiert ist.